Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero Trade Cards. Und ja, ich habe eben gerade noch mal ein wenig versucht, hier mit dem Autofokus irgendwie versucht, ein vernünftiges Bild hinzubekommen. Ich hoffe, es fokussiert jetzt auch einigermaßen gut und es ist besser als letztes Mal. Irgendwie spinnt er total rum. Ich muss dann andauernd irgendwie direkt vor die Linse fassen, damit der Fokus das wieder irgendwie fokussiert. Das hatte ich auch noch nie ich weiß es nicht, mit der Kamera hier, mit der Handycam. Ja gut, es ist eine billige Handycam, okay. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich irgendwann mir mal eine richtige Cam kaufe für solche Aufnahmen, auch für Real Life oder sonst irgendwie was, wenn da noch mal in Zukunft irgendwas anderes kommen sollte. Deswegen, so kann es ja keine Ewigkeit weitergehen. Aber immerhin muss ich leider auch noch gucken. Das wird nicht so schnell passieren, weil ihr wisst ja noch, vor ein paar Monaten ist ja mein Hauptrechner kaputt gegangen, mein Alienware-Computer, und der ist leider auch, ja, quasi ist da irgendwie Motherboard durchgeschmort, und ich denke mal, es lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, da ein Ersatzteil für zu kaufen, das ist viel zu teuer, und dafür kann ich mir auch einen neuen Computer kaufen, und das werde ich auch machen demnächst. Nur leider habe ich dann auch schon dafür ein bisschen Geld angespart, und sage ich mal, da habe ich dann auch kein Geld mehr groß übrig, jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit und alles, wo man sowieso weniger Geld hat und alles. Da habe ich auch kein Geld irgendwie mehr, jetzt noch mir noch eine Cam zu kaufen oder sowas. Daher ist das so ein bisschen ein kleines Problem. Aber egal, wir müssen dann irgendwie damit durch. Das ist ja nur bei Hero Zero Sammelkarten so. Und ich versuche es so gut wie möglich, dass das Ganze hier immer fokussiert, damit wir hier vernünftig weitermachen können. Ja, ansonsten wundert euch nicht wegen meiner Stimme. Ich bin etwas heiser und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass es morgen wieder weg ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es auch nicht so schlimm. Ansonsten hoffe ich nicht, dass sie versagt und wir hier einmal diesen PvP-Kampf hier mitnehmen können. Ja, dann denke ich, fangen wir auch direkt mal an. Ihr seht die beiden Charaktere hier schon liegen. Heute ist soweit dran hier die Batgirl gegen Aquaman. Einmal der entscheidende Kampf, wer hier weiterkommt. So, einmal kurz trennen voneinander. Zack, das Ganze einmal hier hin. Wunderbar. Und dann noch einmal bitte. Na, come on. Na, der will nicht so ganz. So. Den einmal hier hin. Ach, jetzt ist die Büroklammer da oben. Naja, gut. Kann man nichts machen. So. Wir gucken mal, wir fangen direkt an und werden einmal auswürfeln, wer als erster angreifen darf. Und da haben wir einmal die 5 fürs Batgirl und einmal die 6 für den Aquaman. Interessant. Damit darf der Aquaman angreifen. Der Aquaman hat hier 20 Angriffspunkte und Batgirl hat nur 10 Lebenspunkte. Das heißt, jetzt wird auch noch der Kriegsschaden ausgewürfelt für Aquaman. Aquaman hat keinen Kriegsschaden bekommen. Dafür hätte er eine 2 oder eine 4 würfeln müssen. Das heißt, er greift mit 20 an, würde jetzt Batgirl nicht ausweichen mit einer 1 oder einer 5. Wäre Batgirl damit auf jeden Fall aus dem Turnier auch raus. So, dann gucken wir nochmal. Ui, eine 2. Ja, das war leider nichts. Und da werden wir mal gucken. Da ist Batgirl raus. Und ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie das war. Wie habe ich das letztes Mal? Irgendwas hatte ich euch doch da erzählt. Ich weiß es selber gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Da war ja was um den Platz 4. Ne? Irgendwas war da. Das war ja einmal der gefakte Platz 4. Also was heißt gefakter Platz 4? Ich habe das ein bisschen mich vertan. Und zwar habe ich die ganzen letzten Leute, das hatte ich ja auch schon erzählt, die ganzen letzten Leute um den Platz 4 kämpfen lassen. Aber eigentlich hätte man jetzt hier normalerweise die beiden Verlierer, die hier ausgeschieden sind, Batgirl und Magic Master Tobi, müsste man eigentlich jetzt nochmal dann gegeneinander duellieren, um herauszufinden, wer der wahre Platz 4 ist. Das wäre dann wirklich richtig. Natürlich bleibt Falke Platz 4, weil ich hab mich da selber ein bisschen vertan, hatte ich auch schon im letzten Video gesagt und habe da ein bisschen
nicht darauf geachtet und habe die letzten Leute alle dann drum kämpfen lassen. Und das ist jetzt auch vollkommen in Ordnung so. Falke bleibt auf Platz 4. Aber ich möchte eigentlich gerne trotzdem nochmal sehen zwischen den beiden hier, wer dann wirklich trotzdem auch nochmal hätte den Platz 4 so gesehen bekommen. Und derjenige, der dann nochmal gewinnt, der kann sich dann, ja, der bekommt dann auch den Platz 4 so gesehen. Dann hat der Falke und der andere, das ist auch nur einmalig, weil mir dieser Fehler unterlaufen ist. Der wird auch dann im nächsten Turnier mir nicht wieder unterlaufen. Und das werden wir jetzt dieses Mal einmal so machen und dann, ja, dann ist es gut so. So, Thema Wechsel, wir werden das so machen auf jeden Fall. Ich lege die beiden Charaktere hier oben hin, damit ich es nicht vergesse. Aquaman, so, der gute alte Aquaman, den können wir jetzt erstmal hier in die Liste eintragen. Er ist auf jeden Fall weitergekommen. Yep. Aquaman. So, jetzt wird die entscheidende Frage sein, wer wird hier Platz 1 im Season-Turnier und wird sich hier den wunderbaren, schönen Best of the 8 Orden of the Gloria hier erkämpfen? Das ist die Frage, denn derjenige, der hier diesen Orden hat, hat natürlich dann auch einen kleinen Vorteil in den Kämpfen, denn der Besitzer dieses Orden darf im Kampf einen extra Attributspunkt verteilen. Dieser muss nach jedem Kampf aber wieder entfernt werden. Also es ist ein Vorteil im Kampf, da kann man immer mal die Kraft oder, ja, wie gesagt, Kraft oder Kondition oder sonst irgendwas erhöhen oder dann halt, wenn man dann irgendwie einen Punkt irgendwo erhöht und dann das noch durch einen Item irgendwie dann erhöht, dann wird das Ganze schon, könnte schon interessanter werden im Kampf. Es ist nicht viel, aber es könnte interessant werden, auf jeden Fall. So, das habe ich eingetragen, den guten Aquaman hier, den können wir wieder zusammenwurschteln. So, und ich gehe davon aus, der Autofokus hat diesmal gut fokussiert. Sieht zumindest so aus hier auf meiner Cam, so wie ich das hier die ganze Zeit mitbekommen habe. Ja, auf jeden Fall besser als letztes Mal. Und ja, wunderbar. Die beiden lassen wir hier nochmal liegen für nächstes Mal. Um Platz 4 würde ich sagen, damit ich es nicht vergesse. So, passt auf, mache ich das ganz raffiniert. Leg mir das hier so hin und werde hier noch einen Würfel mit einer 4 hinlegen. So, dann vergessen wir das nicht und machen das im nächsten Video zur nächsten Woche am nächsten Dienstag, würde ich sagen. Und darauf dann in quasi 2 Wochen auf den nächsten Dienstag darauf kommt dann die nächste Folge wieder mit dem Endkampf des Turniers. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen für die nächsten beiden Folgen. Und ansonsten wäre es das eigentlich erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.